Ernst Brückbacher, Mitglied des Bundestags und parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Was macht das Walter-Projekt, das Sie heute vorgestellt bekommen haben, aus Ihrer Sicht so besonders? Es ist ein hochinteressantes, neues, innovatives Projekt, weil die Firma Walter eigentlich eine Abteilung in diesem Unternehmen selbst betreibt, mit eigenen Leuten und dort eben die ganze Werkzeugversorgung. Und das ist schon etwas Neues, Innovatives, was sicher auch im Wettbewerb eben zu neuen Möglichkeiten führen wird. Mirko Merlo, Vorstandsmitglied der Walter AG. Herr Merlo, warum ist das Projekt mit After Diesel so wichtig für Walter? Es ist wichtig, weil kein typisches Kunde-Lieferanten-Verhältnis gibt. Ja, geht es um zwei Partner, die für den Erfolg verantwortlich sind. Und wir werden durch Multiply das komplette Servicepaket abdecken. Was können deutsche Unternehmen durch das Walter-Projekt mit After Diesel denn lernen? Wenn solche Länder wie Russland einen Modernisierungsprozess starten wollen, dann sind sie darauf angewiesen, eben Komplettlösungen zu bekommen. Und insofern ist Walter hier wirklich Vorreiter, sicher für viele andere Dinge. Und wir werden sehen, bin ich ganz sicher, es wird auch Folgeaufträge hier geben.